Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Schrägstrich auf meinem YouTube-Kanal. Auch diese Woche dürfen wir euch wieder auf das Allerherzlichste begrüßen. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich rede im Plural. Wie immer begrüße ich euch nicht alleine, sondern hier oberhalb mit mir mein lieber Kumpel Michael Rohrlich. Hallo Michael, wie geht es dir? Ja, am liebsten gut. Hallo Marc. Danke. Ich hoffe dir auch. Ja. Und heute bringen wir mal wieder was mit und was rüber, was mit dem Thema Datenschutz zu tun hat. Völlig überraschend. Wir stellen ein kleines Tool vor. Nein, es ist eher ein kleines Paket, das wir geschnürt bekommen haben, möchte ich fast sagen. Und zu dem wir heute was erzählen wollen und uns vorstellen wollen. Genau. Wir werden gleich über eine Dienstleistung, so kann man es vielleicht zusammenfassen, von der Datenschützerin, wie sie sich selber nennt, Regina Stoiber, gleich uns etwas anschauen. Bevor wir das aber mal angehen, sag mal, kriegen wir eigentlich von irgendjemandem Geld dafür, dass wir das hier heute machen? Na, wir machen den Kanal ja schon was länger, aber wir machen das Grundlegende anscheinend falsch von Anfang an. Niemand schmiert uns, niemand gibt uns irgendwie Geld. Nein, wir kriegen natürlich kein Geld dafür. Wir kriegen netterweise eine Testversion zur Verfügung gestellt von den Tools, die wir hier vorstellen, auf diesem Kanal, so auch ihr heute, und netterweise das Paket zur Verfügung gestellt bekommen zum Testen für den Zeitraum unseres Tests. Ansonsten keinerlei Einflussnahme, keine Rabattcodes, kein gar nichts, keine Vergünstigungen. Es geht um die Infos, die wir euch heute zuteil werden lassen, möchte ich sagen. Gut, dann fangen wir doch mal mit den Infos an. Ich schalte hier auf meinen Bildschirm um und da sind wir jetzt hier auf der Webseite von der Regina Stoiber. Die findet man im Internet. Sicherlich, wenn man googelt Regina Stoiber, wird man sie relativ schnell finden, aber ansonsten sei auch der Vollständigkeit halber die URL genannt. Regina-Stoiber.com. Und da kommt man hier auf diese Seite von ihr. Sie ist Dienstleisterin und sie stellt hier ihr Angebot vor. Aber bevor wir jetzt vielleicht auch noch kurz ein bisschen was zu dem Angebot sagen, woher kennst du sie oder wie bist du auf die Webseite gekommen? Ich glaube, der Kontakt ging von dir aus. Ja, ich glaube auch, ich kannte ihre Webseite schon vorher. Ich habe öfter mal ein paar Beiträge in ihrem Blog gelesen, den wir auch zum Beispiel hätten empfehlen können in einem unserer Videos über Datenschutzblogs. Haben wir damals nicht vorgestellt, weil ich ihn da, glaube ich, noch gar nicht kannte. Ich bin da erst seit relativ kurzem drauf gestoßen. Er wird auch nicht mit so einer Frequenz befüllt wie andere Blogs vielleicht, dass da täglich gefühlt zehn neue Beiträge stattfinden. Wird schon mal ein bisschen weniger befüllt. Das liegt womöglich und sicherlich auch daran, dass sie sonst im Hauptberuf halt andere Dinge zu tun hat. Wenn da aber Beiträge kommen, dann sind sie relativ gut, wie ich finde, sehr praxisorientiert. Immer mit einem kleinen Goodie oder mit einem kleinen Mehrwert versehen, also durchaus lesenswert. Insofern ja, kann man im Grunde eine kleine Randempfehlung geben hier, schaut euch den Blog an. Und über diesen Blog bin ich generell auf ihre Webseite aufmerksam geworden und auf ihr Angebot, was sie eben hat. Sie ist, wie gesagt, Datenschützerin und Datenschutzbeauftragte sicherlich auch, vielleicht Informationssicherheitsbeauftragte vielleicht auch für das ein oder andere Unternehmen. Sie hat aber noch ein bisschen mehr im Angebot, unter anderem ein Notfalldokumentenpaket, das hatte ich damals gesehen und ja, das, was wohl im Grunde konzipiert wurde, um, ich sag mal, die Unternehmen datenschutzmäßig durch die Pandemie zu bringen. Ja, also sie hat ein Dokumentenpaket geschnürt, so als Vorlagensammlung zum Kauf bereitgestellt, was den Leuten halt hilft, ihr Datenschutzkonformität auch in so typischen Notfallsituationen, also Pandemie-Notfallsituationen dann durchzuführen. Das schauen wir uns ja gleich im Einzelnen noch an. Und da hatte ich einfach mal nett von der Seite angefragt, ob wir das nicht vielleicht mal testen können. Und dann ergab sich eine kurze, nette Kommunikation. Und siehe da, wir durften es testen und stellen es heute vor. Genau. Also an dieser Stelle schon mal unabhängig von dem, was wir jetzt noch sagen werden. Der erste Tipp, den schon mal jeder mit nach Hause nehmen kann, ist, der Blog von der Regina Stoiber ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Also schaut ihn euch an. Es gibt dort, wie der Kollege Michael Rohrlich hier gerade gesagt hat, regelmäßig spannende Informationen. Und man sieht dann natürlich auf ihrer Website, ist natürlich klar, Blog ist natürlich auch immer ein bisschen Werbung für sich selber, für seine eigene Dienstleistung. Und hier sieht man dann eben auch, welche Dienstleistungen sie anbietet. Auch da
Möglicherweise mag da noch andere Dinge für euch spannend dabei sein. Aber wir gucken uns jetzt hier einmal dieses Notfall-Dokumentenpaket an. Und in der Tat, wenn man das hier in der Angebotsübersicht sieht, dann steht hier erstmal nur Notfall-Dokumentenpaket. Jetzt wird hier an der Stelle quasi noch nicht erörtert, um welche Art von Notfall es sich handelt. Wenn man dann allerdings auf die Webseite, also wenn man dann auf diese Unterseite geht, dann sieht man hier, hey, hier geht es um das Dokumentenpaket Pandemie-Notfall. Der ein oder andere wird sich jetzt denken, naja, aber die Corona-Pandemie ist ja vorbei. Wiederum jemand andere wird möglicherweise sagen, naja, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Wer weiß, wie viele Wellen wir noch bekommen. Und auch das wird man sicherlich jetzt bei der nächsten Welle, zumindest wenn sie noch in meiner Lebenszeit kommt, sicherlich attestieren müssen. Am Anfang der Corona-Pandemie haben die Aufsichtsbehörden sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein Auge zugedrückt. Also auch wenn es um die Frage geht, welches Videokonferenzsystem benutzen wir denn, gibt es dafür überhaupt irgendwelche Verträge und so weiter und so fort. Wir waren alle nicht pandemieerfahren, die DSGVO war auch gesetzlich gesehen noch ein relativ neues Thema. Jetzt kann das keiner mehr von sich behaupten. Also jetzt kann eben keiner mehr sagen, ja, das ist meine erste Pandemie. Nee, ist es eben nicht. Wir haben sie jetzt eben schon seit mindestens 2 Jahren an der Backe. Und spätestens jetzt muss man sein Unternehmen so fit gemacht haben, dass man eben auf Dinge eben adäquat reagieren kann. Das Ganze. Oh ja, denn ich persönlich, ja. Entschuldigung, wenn ich das kurz einwerfen darf, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, also gefühlt 90% der Unternehmen, die natürlich dann irgendwo jetzt quasi von jetzt auf gleich alle Mitarbeiter, wo es eben ging, ins Homeoffice schicken mussten, im Frühjahr 2020, die hatten andere Dinge zu tun und andere Probleme zu bewältigen. Ja, da ging es um so profane Dinge, kann ich überhaupt noch ein Headset und eine Webcam für meinen Mitarbeiter besorgen, weil das war ja damals ausverkauft. Ja, man mag sich da mal zurück in Sinn. Nicht nur Klopapier und Trockenhefe war ausverkauft, sondern auch Webcams und Notebooks und Headsets. Genau, und das heißt, man hatte andere Dinge zu bewältigen und um zu schauen, dass das, dass man überhaupt weiterarbeiten kann, ja, und die Leute eben ins Homeoffice schickte. Das haben dann ganz viele getan und da ist auch viel gute Arbeit geleistet worden, insbesondere auch von IT-Seite. Was die allermeisten nicht am Schirm hatten, und das kann ich menschlich total nachvollziehen, ist der Datenschutz, ja. Also da ist viel. Da lag viel im Argen und liegt sicherlich auch noch viel im Argen, denn wie wir gleich an dem einen oder anderen Dokument sehen werden, datenschutzrechtlich hätte man da einiges regeln müssen, wenn man dran gedacht hätte. Ja, man hat den Kopf aber ganz woanders, natürlich menschlich nachvollziehbar. Aber wie du schon richtig sagst, inzwischen sollte man sowas nachgeholt haben. Zumal es ja so aussieht, als ob das ein oder andere Unternehmen gesagt hat, das ist eigentlich gar keine so schlechte Sache mit dem Homeoffice, ja, und Mitarbeiter wollen das, also behalten wir das vielleicht auch dann in Zeiten, wo jetzt die Pandemie nicht mehr ganz so schlimm ist oder vorbei ist, je nachdem, wie man das sieht. Und insofern spätestens dann, wenn man sagt, wir machen sowas zur Dauereinrichtung, spätestens dann muss man sich über die rechtlichen / datenschutzrechtlichen Dinge in den Kopf machen. Also ja. Gefühlt hätte man das schon längst machen müssen. Gab eine kleine Übergangszeit, wo man eben das Auge zugedrückt hatte und inzwischen ist aber der Spaß vorbei, ja. Muss man sagen. Inzwischen gucken die Aufsichtsbehörden schon etwas strenger drauf. Ja. Und auch da kann man sicherlich jetzt, wir gucken uns ja gleich dieses Dokumenten-Notfallpaket an, kann man sicherlich noch 2 Dinge dazu noch dazu sagen. Also wenn man in der Lage ist, den einen Notfall vernünftig datenschutztechnisch zu begleiten und zu dokumentieren, dann ist man sicherlich auch in der Lage, einen anderen Notfall vernünftig datenschutztechnisch zu begleiten, weil so groß werden dann die Unterschiede im Zweifelsfall nicht mehr sein, wenn man denn ein vernünftiges Paket hat. Und genauso wie du es gesagt hast, an der einen oder anderen Stelle ist es mittlerweile vielleicht kein Notfall mehr, sondern ein Normalfall, dass die Leute im Homeoffice sitzen. Und dann muss es natürlich trotzdem datenschutzrechtlich gesehen geklärt sein. Aber zurück zur Regina Stoiber, bevor wir hier weiter rumphilosophieren. Hier kann man eben ein Dokumenten-Notfallpaket kaufen. Ja, am Ende ist es ein Kauf. Und hier auf der Webseite sieht man auch, um was für Dokumente es sich denn handelt, in welchem Dateiformat das Ganze vorliegt, in Word bzw. im Excel-Format liegen diese Dokumente vor und die kann man eben kaufen. Kostet 157 Euro netto, kommt also noch die Umsatzsteuer dazu. Das Ganze wird über den Digistore abgewickelt.
So wie ich das kenne, beim Digistore ist es in der Tat so, ich kaufe es jetzt und wenige Minuten später habe ich den Download-Link und bin in der Lage, es herunterzuladen. Es würde mich sehr wundern, wenn es hier bei Regina Stoiber anders gelöst ist. Und jetzt haben wir eben dankenswerterweise diese Dokumente hier zur Begutachtung, zur Rezension einmal bekommen. Und hier sieht man jetzt diese Dokumente, wie sie jetzt hier auf meinem Rechner liegen. Ich bitte einfach darum Verständnis, dass wir jetzt nicht jedes dieser Dokumente bis ins letzte Detail öffnen und quasi langsam ein Dokument für das andere Dokument hier auf dem Bildschirm einblenden. Das wäre sicherlich nicht im Interesse von der Frau Stoiber und auch natürlich berechtigterweise nicht hier im Interesse. Aber deswegen schauen wir uns mal das ein oder andere Dokument exemplarisch an. Michael, hast du einen Wunsch? Mit wem sollen wir an? Mit welchem Dokument sollen wir anfangen? Nehmen wir doch, du hast gerade die Vorlage, Notfallplan, Pandemie offen, das ist doch super, dann nehmen wir das doch. Genau, also das haben wir jetzt hier gerade geöffnet. Man sieht hier Vorlage für einen Notfallplan im Katastrophenfall. Wer sich mit Microsoft Word so ein bisschen auskennt, wird feststellen, dass hier auf der rechten Seite noch was ist. Das, was man in einem Buch so als Marginalie bezeichnen würde, das ist Ist der der Korrekturrand. Korrekturrand oder so. Ja. Man hat hier in der Tat auf der rechten Seite noch Informationen von Regina Stoiber. Das ist eine klassische Word-Notizenfunktion, ist also grundsätzlich kein Hexenwerk. Macht die Sache, wie ich persönlich finde, aber sehr, sehr angenehm, dass nicht jetzt hier im Text drin steht, hier müssen Sie Folgendes eingeben, sondern dass das als Notiz hier auf der rechten Seite steht. Die Notizen kann man innerhalb von Word relativ leicht löschen und man ist eben dann auch in der Lage, das hier zu machen, also die Dinge dort einzutragen, die hier hingehören. Finde ich in der Tat einen netten Service, dass es eben über diesen Seitenrand gemacht ist, über die Word-Notizen-Funktion und nicht einfach irgendwo im Fließtext steht. Naja, und Also ich persönlich, wo wir schon, ja. Entschuldigung, wo wir schon beim Layout sind, ich persönlich hätte es ideal gefunden, wenn die Dokumente jetzt vielleicht nicht im Design von Frau Stoiber geliefert worden wären, sondern so sozusagen als White-Label-Lösung oder vielleicht ein bisschen anders designt. So, ich kann natürlich verstehen, dass man das Produkt, was man rausgibt und verkauft, natürlich auch im eigenen Design haben will. Völlig klar. Aber diejenigen, die es kaufen, wollen es ja quasi weiterverwenden und die hätten es vielleicht lieber als White-Label-Lösung. Vielleicht hätte man auch zwei Pakete draus machen können, so nach dem Motto: White-Label-Lösung kostet ein bisschen mehr, wie das so häufig ist. Andererseits, ich gehe mal davon aus, dass Frau Stoiber gesagt hat, wir müssen jetzt schnell handeln und die Leute brauchen schnell so ein Dokumenten-Notfallpaket. Da hat man sich vielleicht über solche administrativen Dinge gar nicht so die riesen Gedanken gemacht. Ist auch kein Riesendrama. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ich persönlich hätte es besser gefunden in so einer Art White-Label-Lösung. Ich kann aber auch nachvollziehen und habe das auch völlig Verständnis dafür, wenn man hier diese Geschichten in dem Design hat. Ist wie gesagt nur eine Randnotiz Ja. meinerseits. Wobei, wenn man jetzt mit Word einigermaßen umgehen kann, dann wird man sicherlich in der Ja, Lage sein, hier in Kopf- und Fußzeile na reinzugehen klar. und das Ganze entsprechend noch auszutauschen. Also da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das, zumindest habe ich nicht gesehen, dass das jetzt hier über irgendwelche Skripte oder irgendwelche magischen Dinge hier verhindert wird. Das wird man in der Lage sein, dann noch an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Aber in Ja, der und sagen wir mal Tat. so, wenn das bei der Verwendung des Dokuments mein einziges Problem ist, dann habe ich ja alles richtig Genau, gemacht. Alles ne? gut. Also insofern alles gut. Aber ansonsten schauen wir hier mal in der Tat hier in das Inhaltsverzeichnis rein. Da bekommt man sicherlich ein ganz gutes Gefühl dafür. Was ist denn jetzt hier alles schon vorgesehen in dem Dokument? Maximale Ausfallzeiten der Prozesse, benötigte Ressourcen zur Abwicklung des Notbetriebs. Also klar, irgendwie mehrere Leute sind in Corona-Quarantäne. Mitarbeiter können nicht arbeiten kommen, weil die Kinderbetreuung zu Hause nicht sichergestellt ist und so weiter und so fort. Und hier werden einfach solche Dinge einfach mal strukturell abgelegt, sodass man im Zweifelsfall einfach nachgucken kann, was müssen wir denn heute machen? Ja, gut. Also ich finde das schon, das sieht man schon am Inhaltsverzeichnis, das finde ich einen sehr detaillierten, einen sehr wohl überlegten Notfallplan. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass wenn Unternehmen überhaupt Notfallpläne für irgendwas haben, dann sind die deutlich
weniger strukturiert beziehungsweise weniger umfangreich. Umfangreich ist ja nicht gleich immer besser, aber hier, glaube ich, sieht man an dem Inhaltsverzeichnis schon, dass sich hier jemand echt Gedanken gemacht hat und das Ganze auch praxistauglich ist. Insofern ist das schon allein für den Notfallplan lohnt sich meines Erachtens der Kauf dieses Dokumentenpakets, denn der kann wunderbar, wenn man das sich mal angeschaut hat und vom Prinzip her verinnerlicht hat, relativ einfach auch auf andere Notfallsituationen übertragen werden, von der Struktur her. Ja, dann tauscht man eben die Pandemiesituation aus zu einem anderen Notfall, ja, muss dann hier und da das eine oder andere bisschen anpassen, vielleicht vom Wording her auch. Und dann hat man einen wunderbar strukturierten Notfallplan für einen anderen Notfall, der dann möglicherweise in Zukunft irgendwann kommt, hoffentlich nicht, aber wenn er denn kommt, hat man schon mal den Notfallplan. Ja. Ja, und gerade auch in Bezug auf Datenpannen und so weiter, gibt es nach meiner Erfahrung viel zu wenig solcher guten Dokumente in den Unternehmen. Das ist natürlich nur die halbe Miete. Es muss dann natürlich auch noch verbreitet und gelebt werden, das ist sowieso klar, aber es gibt die Rechenschaftspflicht, ja. Wir werden ja nicht müde darauf hinzuweisen, ich muss nachweisen, dass ich rechtskonform bin und dann muss ich so ein Ding mal vorlegen können. Wenn ich das nicht kann, ist das schlecht. Ja, ich kann noch so gut sein im Alltag und in der tatsächlichen Umsetzung des Datenschutzrechts. Ich muss es aber nachweisen, ich muss es belegen können. Accountability, genau. Natürlich. Ja, gut. Nehmen wir uns mal ein anderes Dokument, was sicherlich für ganz viele ganz, ganz spannend ist, nämlich die Homeoffice-Vereinbarung. Also derjenige sitzt eben nicht mehr vor Ort, wo ich ihn relativ gut kontrollieren kann letztendlich, sondern er sitzt zu Hause in seinen eigenen vier Wänden, wo ich eben gewisse Dinge einfach nicht mehr kontrollieren kann. Und hier haben wir jetzt eben die Nutzungsvereinbarung für das Thema Homeoffice. Auch hier Konstellation, hier haben wir quasi eine Vorlage, bei der wir in der Lage sind, jetzt hier zu sagen, was kommt denn jetzt hier alles rein? Und ja, dann haben wir eben eine ganz klassische Nutzungsvereinbarung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber. Gibt es viel Genau, dazu und zu hier sieht man ergänzen? auch an dem Dokument sieht man schon, dass die Kommentare rechts in dem, wie ich es genannt habe, Korrekturrand oder wie du gemeint hast, Marginalie, jedenfalls in diesem Anmerkungsrand von Word, sieht man, die Anmerkungen werden deutlich mehr und länger. Das heißt, so eine Nutzungsvereinbarung Homeoffice, die sieht natürlich möglicherweise für jeden, für jedes Unternehmen, für jede Behörde ein bisschen anders aus, weil da einfach andere Dinge zu regeln sind. Das heißt, das kann im Grunde hier natürlich nicht eins zu eins übertragen werden in aller Regel, sondern muss angepasst werden. Aber es ist eine super Orientierungshilfe und auch da ist es so, dass aus meiner Erfahrung eben nach wie vor ganz viele Leute im Homeoffice sitzen, weil wir ja nun mal eben zum Teil noch die Pandemiesituation haben. Aber es diese Nutzungsvereinbarung Homeoffice oftmals immer noch nicht gibt. Ja, und natürlich ist das lästig, natürlich ist das Arbeit, aber trotzdem sollte man sie abschließen. Und sofern man jetzt im Unternehmen ist und keinen Betriebsrat hat oder so, wo das dann vielleicht in der Betriebsvereinbarung geregelt wird, könnte man hier diese Vorlage entsprechend nutzen und kurz an die eigenen Gegebenheiten anpassen und dann einfach mal abschließen. Ja, und dann hat man das Ding und in Zukunft kann man dann Homeoffice wesentlich gelassener dann angehen. Hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, aber mich würde in der Tat mal interessieren, ob es irgendein anderes Land auf dieser Welt gibt, das arbeitsrechtlich gesehen, zumindest innerhalb von Behörden, weil da sind wir ja beide häufiger mal, einen Unterschied gibt zwischen einem mobilen Arbeitsplatz und einem Telearbeitsplatz. Ich finde boah, ey, wenn ich irgendwo bin und diese Diskussion mitbekomme, dann muss ich mich echt immer zurückhalten, dass ich nicht in die Tischplatte beiße. Ich finde, das ist so ein typisches Beispiel für eine deutsche Diskussion. Aber lassen wir das außen vor. Germany in a nutshell. Ja, Telearbeit oder mobiles Arbeiten? Allein der Begriff Genau. Telearbeit, ey, der hört sich für mich so 80er-mäßig an, aber. Ne, das ist, es gab ja früher, ich weiß nicht, ob du das so kennst, im WDR so Ja. Telegymnastik oder Telemathematik oder sowas. Ja, das ist so Telekolleg, definitiv wo man 70er. dann. Ja, Telekolleg, genau, Genau. richtig. Sehr Naja, schön. gut. Dann. Deutschlands Digitalisierung, auf dem, zumindest begrifflich auf dem Stand der 70er. Herzlichen Glückwunsch. Dann schauen wir mal ganz kurz hier in die IT-Sicherheitsrichtlinie rein. Das ist ja mal so einer meiner Steckenpferde. Auch da gehen wir jetzt nicht zu tief in das Dokument hinein. Aber auch das ist natürlich etwas, was nicht nur etwas mit einer Notfallsituation zu tun hat, sondern da sind wir ganz klar, wie ich das vorhin mal gesagt habe, das ist eigentlich der Regelfall, dass man sich um die IT-Sicherheit und Gedanken machen muss. Und auch hier eine Betriebsvereinbarung
zu diesem Thema eben auch da wieder die klassischen Diskussionen, die man dann in vielen Unternehmen hat. Dürfen betrieblich zur Verfügung gestellte PCs, Smartphones, Tablets privat genutzt werden mit allen Vor- und Nachteilen? Das muss dann halt einfach im Zweifelsfall, egal wie man sich entscheidet, eben dann auch mal schriftlich dokumentiert werden. Und dafür gibt es dann hier eben diese Betriebsvereinbarung rund um das Thema Informationssicherheit und IT-Sicherheit und Datenschutz. Ja, also inhaltlich, das sagt ja eigentlich auch schon der Dokumententitel, ist es nach meiner Auffassung eher eine Sicherheitsrichtlinie, eine Informationssicherheitsrichtlinie. Betriebsvereinbarung haben wir ja da, wo wir einen Betriebsrat haben. Ja, und das ist eben nicht in allen Unternehmen so. Deswegen, ich finde das vom Wording her ein bisschen unglücklich hier. Man hätte es einheitlich oder klarstellender machen können. Aus meiner Sicht ist es das, was das Dokument auch letztendlich bezeichnet, nämlich eine IT-Sicherheitsrichtlinie. Und so diese Richtlinien, die werden häufig sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, wie ich finde, in Unternehmen. Man sagt, ja, da ist so allgemeines Blabla drin und brauchen wir die eigentlich nicht. Aber sie bilden sozusagen schon so ein gewisses Fundament für ein funktionierendes Datenschutzmanagementsystem. Natürlich ist es viel wichtiger, dass die Prozesse alle angepasst sind, dass alle Mitarbeiter nachmachen oder mitmachen, dass einzelne Arbeitsanweisungen da sind, wie verhalte ich mich bei einer Datenpanne und wann muss eine DSFA durchgeführt werden und so weiter. Aber die Richtlinien sind schon nicht ganz unwichtig, um einfach zu dokumentieren, wie gehen wir unternehmensweit einfach mit bestimmten Themen um. Und hier IT-Sicherheit. Ne, ganz, ganz wichtige Grundlage, nicht nur in Pandemiezeiten, wie du richtig gesagt hast, ob man hier das Wording Betriebsvereinbarung etc. nehmen muss oder ob man es vielleicht ändert, dann in der Word-Vorlage ist wieder eine andere Geschichte, aber inhaltlich sicherlich nicht ganz unwichtig. Ja, solche Anweisungen an die Mitarbeiter sind, also sind natürlich auch am Ende des Tages ein essentieller Bestandteil der technisch-organisatorischen Maßnahmen, ne? Also es wird natürlich immer gerne so, wenn man den Begriff der TOMS hat, dann guckt man immer auf die technischen Vorgaben, also wie kann man irgendwie dafür sorgen, dass in den Raum nicht eingebrochen wird, dass die Festplatte nicht gestohlen werden kann und so weiter und so fort. Aber gewisse Dinge kann man ja manchmal auch gar nicht technisch lösen und dann geht es halt nur über eine Anweisung und über eine Vereinbarung, wie man das auch dann immer nennen mag, also der organisatorische Maßnahme. Und da sind wir wieder bei dem, was wir jetzt die ganze Zeit schon sagen. Ich muss es halt im Zweifelsfall nachweisen können, dass ich meinen Mitarbeitern gesagt habe, das dürft ihr nicht. Aus die Maus. Wenn ich es nicht kann, ist doof. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich ein ganz gutes Gespür den Zuschauern hier rüber gegeben, was man jetzt hier bei den Dokumenten bekommt, was man hier bekommt. Hier gibt es eben auch noch weitere Dinge. Bring your own device, wobei ich das ja im Jahre 2022 den Unternehmen eher davon abraten würde, derartige Regelungen zu treffen. Aber wenn man es so etwas machen will, dann hat man eben auch hier entsprechende Vorschläge für eine derartige Nutzungsvereinbarung. Gehen wir mal wieder zurück zur Webseite. Ein Thema, was ich ja immer ganz, ganz spannend finde, man kann vielleicht so langsam auch auf die Zielgerade kommen, ist, was glaubst du oder was würdest du jetzt nach unserer Besichtigung dieser Dokumente sagen, ist die Zielgruppe dieses Dokumentennotfallpakets? Wo würdest du sagen, wie groß, wie klein sollte ist das Unternehmen, was hier mit diesen Dokumenten was anfangen kann? Also sicherlich keine großen Konzerne, die dürften sowas alle haben. Ja, vielleicht nicht speziell jetzt für Pandemie angepasst, aber die haben sicherlich schon Sicherheitsrichtlinien, die haben sicherlich irgendwas mit Bring Your Own Device und so weiter. Und was man dann letztendlich auf die Pandemiesituation anpassen kann. Ich gehe mal ganz stark hier für eine Zielgruppe KMU-Bereich, da vielleicht auch eher die kleineren Unternehmen aus. Ich will mich jetzt nicht auf eine Mitarbeiterzahl festlegen, aber irgendwas ab die 20 Mitarbeiter vielleicht, die dann sowas gebrauchen können. Und aus meiner Sicht, so als kleines Fazit, ist das schon primär natürlich gedacht für so einen Pandemienotfall, dass man diese Dinge eben umsetzt, die man umsetzen muss. Man kann vielleicht das eine oder andere auch noch dazu, oder man hätte das eine oder andere vielleicht auch noch dazu packen können. Aber im Grunde hat man hier schon mal eine gute Grundausstattung, die einen dazu befähigt, dann demnächst vielleicht mit anderen Notfallsituationen auch umgehen zu können, wie wir hier bei dem Notfallplan gesehen haben, und den dann anpassen zu können. Also nicht nur mit Bezug auf die Pandemie, sondern ganz allgemein, wie gehe ich mit Notfällen um, wie gehe ich mit der IT-Sicherheit um, etc. Schon allein deswegen finde ich, lohnt sich der Kauf, und im Preis-Leistungs-Verhältnis ist das aus meiner Sicht überhaupt nicht zu beanstanden. Also 157 Euro für die, was sind das, sieben Dokumente,
Ist völlig in sind völlig Ordnung. okay. Und wie gesagt, man darf aus meiner Sicht, dieses Pandemie-Notfallpaket ist vom Begriff her zu kurz gesprungen, weil es eben nicht nur für die Pandemie als Notfall hilft, sondern auch im Grunde das eigene Bewusstsein schärft, wie muss ich generell mit Notfällen umgehen, datenschutzrechtlich, und mir dann auch super Vorlagen liefert für andere vergleichbare Ja. Notfälle vielleicht. Ja. Ich würde von der Unternehmensgröße, du hast jetzt so gesagt, so ab 20, ich würde eigentlich so sagen ab 1, also im Grunde genommen so Ja, ab grundsätzlich also auch, klar. Schlüsselgröße ab 1. Und ich würde allerdings jetzt mal sagen, also Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern, also ist natürlich auch immer die Frage, was diese 50 Mitarbeiter machen. Wenn ich irgendwie drei Bäcker habe und 47 Mitarbeiter, die im Verkauf arbeiten, dann ist es natürlich immer noch mal eine andere Konstellation. Aber so einfach mal so grob, also ab 50 Mitarbeitern würde ich jetzt diese Dokumentenvorlage eher als Ideengeber sehen. Da sollte man dann vielleicht, dass sich das als Ideengeber sehen, aber sich sicherlich auch nochmal, gerade bei Mitarbeitervereinbarungen, sich sicherlich auch nochmal juristisch, arbeitsrechtlich beraten lassen, dass man da nicht irgendwo in ein Fettnäpfchen tritt und irgendwo, ich sage immer so ein bisschen flapsig, das Komma an der falschen Stelle setzt und dann im Zweifelsfall ein Mann in der schwarzen Robe sagt, jetzt ist das ganze Dokument oder die ganze Vereinbarung ist null und nichtig. Aber das würde ich jetzt mal so sagen, ist so die Größenordnung für solche Unternehmen. So meine Einschätzung. Ja, aber das ist ja generell bei solchen Dokumenten oder Vorlagenpaketen, wie wir sie ja auch schon vorgestellt haben, ja generell so ein Problem in Anführungsstrichen. Die passen natürlich nie hundertprozentig, die Ja. müssen immer angepasst werden. Und insofern dienen sie zumindest immer als Orientierungsgrundlage. Das müssen wir, glaube ich, nicht extra dazu sagen. Dürfte jedem klar sein. Und das würden die Anbieter sicherlich auch selber sagen, dass das weder hundertprozentig garantiert ist, dass das bei jedem immer passt, ja, ohne Individualisierungsgrad. Und vor allen Dingen sagt auch niemand, das ist jetzt eine konkrete individuelle Rechtsberatung, wie es hier auch Nein. nicht ist, sondern das ist eine Orientierungshilfe, ein Paket eben gedacht für die Pandemie, aber auch darüber hinaus aus meiner Sicht durchaus eben nutzbar mit den kleinen Einschränkungen, die wir angesprochen haben, dass das also angepasst werden muss etc. Wer aber nach über 2 Jahren Pandemie noch immer nichts in der Richtung hat, für den ist das fast schon ein Muss. Ja, ob er sich da jetzt nur dran orientiert oder das Ganze kauft und dann ein bisschen halt anpasst, das sei mal dahingesagt. Aber diese und ähnliche Dinge müssen inzwischen sein. Das führt kein Weg dran vorbei. Beißt keine Maus den Faden ab, wie man so schön sagt. So ist Gut. es. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt auf die heutige Veranstaltung einen Deckel drauf, wie ich immer sage. Wir bedanken uns auf das Allerherzlichste für eure Zeit, dafür, dass ihr uns zugeschaut habt. Wenn ihr jetzt bis hierhin ausgeharrt habt, dann muss das Video ja einigermaßen gut gewesen sein. Dann seid doch so nett, gebt uns einen Daumen rauf. Das freut den Algorithmus und damit am Ende des Tages uns. Solltet ihr unseren Kanal noch nicht abonniert haben, dann abonniert ihn doch bitte und am besten auch noch die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr keine spannenden Inhalte mehr auf diesem schönen Kanal. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Richtig? Richtig, machen wir so. Machen wir so. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann, tschüss.